Ja, schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, Bäuerinnen und Bauern, Damen und Herren. Humusaufbau durch innovative pflanzenbauliche Maßnahmen ist das Thema meines Vortrages. Ich werde auf die Grundwasseraspekte nur am Ende kurz darauf eingehen, da hier der Ökolandbau im Fokus auch steht, die Maßnahmen, die aber auch konventionell wirtschaftende Betriebe anwenden können, aber dadurch, dass wir im Ökolandbau natürlich deutlich niedrigere Mengen an Dünger einsetzen dürfen, ist die Nitratproblematik natürlich eine ganz, ganz andere, aber ich werde am Ende darauf auch kurz eingehen. Nun, der Einstieg zum Thema Humus ist auch gleichzeitig der Einstieg in das Thema, wie wir mit Böden grundsätzlich umgehen, nicht nur als Bodennutzer, sondern auch als Gesellschaft, als Konsument. Und die Deutsche Bischofskonferenz hat sich bereits im Jahre 2016 dem Thema stärker gewidmet und hat einen Expertentext aus sozial-ethischer Perspektive herausgegeben und am Ende schließlich dem Ganzen die Überschrift der bedrohten Boden gegeben. Und ganz am Anfang wird Papst Franziskus in seiner Laudatio Si zitiert und wiederholt stellt er fest, dass die Verödung des Bodens so etwas wie eine Krankheit für jeden Einzelnen ist. Und es ist nicht nur der Boden als solche, als Ressource für uns alle, sondern auch der Artenrückgang, der Stickstoffkreislauf, der total aus den Fugen geraten ist. Und die Treibhausgasemissionen, die den Klimawandel weiter anheizen, das sind die drei großen Kategorien, die bereits jenseits der planetaren Grenzen, der sogenannten planetaren Grenzen, sich bewegen. Viele von Ihnen kennen diese Arbeiten von Jörn Rockström, das ist der neue Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, dass wir es hier nicht nur um Klimawandel zu tun haben, der jetzt in den letzten ein, zwei Jahren stark in den Medien ist, sondern auch mit anderen Einflussfaktoren, die ihrerseits aber ganz eng damit in Verbindung stehen, wie wir Landwirtschaft treiben, wie wir Böden nutzen und wie wir letzten Endes auch das konsumieren, was in der Agrarproduktion bereitgestellt wird. Und Boden gilt dadurch auch als Schlüsselressource im Kontext Landwirtschaft und auch im Kontext globaler Wandel. Deshalb nehme ich nach wie vor, obwohl auf die Wahrnehmung eine andere ist, kommen fast 100% der weltweiten Nahrungsmittel nach wie vor aus bodenbasiertem Anbau. Nicht aus Aquaponics, Aquakultur unter Glasanbau, sondern der Freilandanbau belebten Böden ist nach wie vor das, was uns satt macht. Und das wird dann noch so lange bleiben. Das ist das eine. Aber diese Ressource wird immer kleiner, dadurch, dass wir natürlich ein jährliches Bevölkerungswachstum haben. 1,5% ist die jährliche Zunahme. 2050 werden es schätzungsweise 9 Milliarden sein, sodass die zur Verfügung stehende Größe, der sogenannte Weltacker, den man so auch bezeichnen kann, für uns immer kleiner wird. Im Zentrum stehen, wenn es um Boden geht, der Komplex Bodenlandwirtschaft und Treibhausgasemissionen und das, was aus den Böden weltweit, aus den landwirtschaftlich genutzten Böden weltweit rauskommt, ist auch gleichzeitig die größte Quelle von Treibhausgasen in der Landwirtschaft. Und zwar ist das Lachgas, ja, N2O, was im Boden entsteht durch die mikrobielle Stickstoffumsetzung. Es sind
mindestens 8 verschiedene Prozesse mittlerweile identifiziert, bei denen dieses 300-fach stärkere Molekül, 300-fach stärker als CO2, stärkere Molekül, das zum Treibhausgaseffekt beiträgt. Es sind, wie gesagt, mindestens 8 verschiedene Prozesse bekannt, aber es dominiert die Denitrifikation oder die Nitrifikation, aus dem N2O entsteht. An zweiter Stelle sind es die Methanemissionen aus der Rinderhaltung. An dritter Stelle weltweit die Verbrennung von Biomasse, hauptsächlich auf der Südhalbkugel. Gerade im Reisanbau in Indien ist das ein großes Problem, eine große Quelle. Und dann kommt eben Methan aus dem Nassreisanbau. Das sind global die wichtigsten Quellen für landwirtschaftliche Treibhausgase. Und in Deutschland nehmen die Bodenemissionen N2O, vor allem auch etwas CO2, 40% der landwirtschaftlichen Treibhausgase ein. Das sind 2016 rund 65 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente gewesen. Aber durch Humusaufbau können wir einen Großteil dieser Emissionen, zumindest was technisch möglich ist, einsparen, also kompensieren. Etwa 90% der landwirtschaftlichen Emissionen können wir durch einen systematischen Humusaufbau rückbinden, und das ist ein enormes Potenzial, und das wurde von der Gruppe von Professor Pete Smith aus Aberdeen auch so im IPCC-Report festgestellt. Dann kommt natürlich die Wirkung dieser anthropogenen Klimaveränderung auf die Landwirtschaft mit zu. Und gerade letztes Jahr hatten wir wohl die schlechteste Ernte des Jahrhunderts, so wie Bauernpräsident Rupfried sagte. Kartoffelernte war auf dem historischen Tiefstand. Auch dieses Jahr, ich denke gerade hier in Südhessen, wurden diverse Ausfälle oder Ertragsrückgänge verzeichnet. Auch jetzt die Herbstaussaat ist vielleicht nicht optimal von den Niederschlägen begleitet, sodass die Landwirtschaft nicht nur als Mitverursacher gilt der Treibhausgasemissionen, sie ist eben auch betroffen. Und wie wir auch gesehen haben, durch Rückbindung von Kohlenstoff durch Humusaufbau auch Teil der Lösung. Und Teil und die Lösung liegt natürlich, wie wir unsere Böden zu einem möglichst stabilen und funktionierenden Agrarökosystem nutzen können. Sie kennen die verschiedenen Eigenschaften und Kriterien, auf die es ankommt. Und ein wichtiges Schlüsselelement ist natürlich die organische Substanz. Der Humus, also im Wissenschaftlichen redet man von organischer Bodensubstanz, im umgangssprachlichen Humus ist aber ein und dasselbe. Und wenn ich organischen Kohlenstoff im Boden meine, so ist es ein Teil, etwa 58% des Humus. Und der Kohlenstoff ist dann quasi auch so die Währung, wenn es darum geht, wie viel C oder CO2 wir letzten Endes emittieren oder eben durch Humusaufbau vermeiden können. Wie kann man sich das vorstellen, den Mechanismus des Humusaufbaus? Allen voran steht die Ausnutzung der Photosynthese, die eben für den Einbau von CO2 in höher längerkettige Moleküle in verschiedene Kohlenhydrate sorgt, und diese Kohlenhydrate werden umgebaut und auch in die Wurzelorgane der Pflanzen verlagert, wo sie durch Ausscheiden als sogenannte Exsudate in Kommunikation mit der Boden, mit der Rhizosphäre in Kontakt treten. Diese Ausscheidung in Form von Essigsäure, Zitronensäure, Apfelsäure, Benzoesäure, Zimtsäure, Kaffeesäure, das sind mitunter sehr stabile organische Säuren, die lösen wiederum Nährstoffe heraus
aus dem mineralischen Part des Bodens und die, gleichzeitig sorgen sie auch für eine Stabilisierung des Kohlenstoffs. Dann die partikulären Substanzen der Wurzel, die Wurzelreste gehen mit ein und natürlich das, was oberirdisch auf dem Feld verbleibt, in Form von Pflanzenstreu, Häcksel, Erntereste oder eben auch zusätzlich durch Einbeziehung der Tierhaltung oder auch Kompostierung oder auch Vergärung oder auch Verkohlung der oberirdischen Biomasse kommt dann organische Verbindung wieder in den Boden rein. Und das Zusammenwirken all dieser C-Kohlenstoff-Einträge mit einem intakten Boden sorgt dann natürlich für Humusbildung. Und ganz wichtig ist festzuhalten, dass es auf den Wurzelkohlenstoff ankommt. Weniger auf das, was auf dem Feld ans Pflanzenstreu verbleibt. Es kommt ganz, ganz stark auf das an, was wir hier unten aufbauen an Biomasse. Nämlich das, was schon im Boden in den tieferen Schichten vorhanden ist, muss nicht erst über Grubber oder über die Agrartechnik, Regenwürmer und verlagert werden, sondern ist ja bereits schon da und ist auch schon entsprechend mikrobiell besiedelt und steht einfach für die Humusbildung wesentlich einfacher zur Verfügung. Und Kollegen aus Schweden haben in einer umfangreichen Meta-Analyse errechnet, dass der wurzelbürtige Kohlenstoff eine 2,3-fach stärkeres Humusbildungspotenzial besitzt als Kohlenstoff aus oberirdischer Pflanzenbiomasse. Wie sieht die Situation in Sachen Humusvorräte in den landwirtschaftlichen Böden in Deutschland aus? Dazu gab es letztes Jahr die Publikation vom Thünen-Institut für Agrarklimaschutz anlässlich des Weltbodentages. Dort wurde eine fast zehnjährige experimentelle Studie über ganz Deutschland durchgeführt. Insgesamt sind diese Punkte 3000 Beprobungspunkte quer über die Republik und über einen Horizont von 0 bis 100 Zentimeter. Das ist eine weltweit einzigartige Bonitur, Humusbonitur sozusagen, die hier durchgeführt wurde, weil bislang nur die oberen 30 cm Boden letzten Endes beprobt wurde im normalen landwirtschaftlichen Kontext. Und hier wurde auch tiefer gegangen, auch der Unterboden mit einbezogen. Und wir sehen hier bei diesen Werten für Acker, verschiedene Anbausysteme oder für Dauergrünland verschiedene Nutzungssysteme, dass mindestens ein Drittel, wenn nicht sogar mehr, in den Schichten 30 bis 100 Zentimeter vorhanden ist. Und wir reden hier von hohen Tonnagen, wenn der Ackerbau in Kombination mit Futterbau und Viehhaltung läuft, so haben wir bei der Ackernutzung Durchschnittswerte von 150 Tonnen organischer Kohlenstoff pro Hektar, das sogar teilweise das Dauergrünland in seinen Humusvorräten übersteigt. Und wenn wir das über ganz Deutschland, über alle Flächen skalieren, so kommt eine enorm große Zahl zustande. Die deutschen landwirtschaftlichen Böden, Acker, Grünland, mineralische Böden, organische Böden, speichern 2,5 mal 10 hoch 9 Tonnen organischen Kohlenstoff. Das sind 2,5 Milliarden Tonnen. Und wenn wir bedenken, dass weltweit 1.500 Milliarden Tonnen in den Böden der Welt ist, hat Deutschland schon aufgrund, obwohl die Fläche nicht so groß ist, schon einen entscheidenden Anteil.
Ein interessanter Befund daraus ist, dass im Vergleich zu Waldböden die Grünlandböden mehr Humus enthalten. Das hat die Kollegen stark verwundert. In den 90 cm Waldboden ohne Streuauflage sind es 119 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar. In den Grünlandböden im Durchschnitt sogar 200 Tonnen. Das hängt damit zusammen, es ist ja kein Paarvergleich, der hier gemacht wurde. Ne? Paarvergleiche, da komme ich später drauf zu sprechen, sind verschiedene Bewirtschaftungsverfahren oder Nutzungssysteme unter demselben Standort und klimatischen Bedingungen vergleichen. Das ist hier natürlich nicht der Fall. Wenn wir hier durch die Lande fahren, sehen wir auf den Kuppen, auf den flachgründigeren Böden wachsen die Wälder und in den Tallagen um unsere Siedlungen herum ist das Grünland bzw. auch die Ackerböden. Insofern haben wir natürlich die Wälder auf eher ärmeren Standorten über die Jahrhunderte heran aufgebaut und die Acker- und Grünlandstandorte auf den besseren Möglichkeiten gesetzt. Und das zeigt sich natürlich jetzt im Zuge der Trockenheit, dass die Wälder nun stark leiden. Und dort haben wir natürlich wesentlich weniger Einflussmöglichkeiten, dem entgegenzuwirken in Sachen Humusaufbau, als jetzt hier in dem normalen landwirtschaftlichen System. Die eher ernüchternde Nachricht aus der Bodenzustandserhebung Landwirtschaft bezieht sich auf diese Grafik, auf dieses Ergebnis. Die Kollegen vom Thünen-Institut haben nämlich versucht, obwohl nur eine punktuelle Beprobung stattgefunden hat, also bisher einmal, haben sie versucht, in die Ferne zu schauen, aufgrund der Bewirtschaftungsdaten, die von den beprobten Betrieben auch erfasst wurden, war es möglich, mit verschiedenen Modellen sowohl im Acker- als auch im Dauergrünland zu zeigen, sind die Humusvorräte stabil, nehmen sie zu oder nehmen sie sogar ab. Und wir sehen für die drei Modellierungen im Acker, dass große Übereinstimmung herrscht, um die 200 Kilo C pro Hektar und Jahr verlieren demnach nach diesen Modellierungen die deutschen landwirtschaftlichen Böden an Humus. Das Dauergrünland bewegt sich im positiven Bereich, natürlich gibt es große Unsicherheiten. Hier kann man dann eher sagen, okay, die Humusvorräte und das Dauergrünland scheinen doch stabil zu sein, scheinen in einem Gleichgewichtszustand sich zu befinden. Nun gibt es viele Möglichkeiten, den Humus deutlich zu steigern, wenn auch nicht von heute auf morgen. Und ganz eindrückliche Beispiele, kennen Sie vielleicht solche Aufnahmen aus Amazonien, die sogenannten Terra Preta-Böden, die mit dem Zusammenwirken von Pflanzenkohle, Knochen, Speisereste und Tonscherben von einem braunen, ausgewaschenen, ausgehagerten Bodenprofil hin zu einem dunkelschwarzen Bodenprofil über einen Zeitraum von geschätzt 500 Jahren so entstehen können. Nun haben wir die Möglichkeiten mit unseren vorherrschenden landwirtschaftlichen Bewirtschaftungssystemen sich ein Stück weit in diese Richtung zu nähern. Und mit welchem landwirtschaftlichen System ist das so umsetzbar? Mittlerweile reden wir in den letzten Jahren von deutlich mehr Möglichkeiten, nicht nur von ökologischen oder konservierenden Landbau. Es kommt jetzt auch
die Idee einer regenerierenden Landwirtschaft immer stärker in die deutsche Landwirtschaft, das auch Möglichkeiten für konventionelle Kollegen verbindet. Agrarökologie, bäuerliche Landwirtschaft, La Via Campesina, so wie es vor allen Dingen auf der Südhalbkugel im südamerikanischen Raum durchgeführt wird, mag eine Technik sein. Hier ist auch ganz stark Agroforst noch implementiert. Andere sagen, wir gehen für eine neue grüne Revolution mit null Bodenbearbeitung und eben mit allen Möglichkeiten, die der chemische Pflanzenschutz bietet, voran. Und was am besten erforscht ist, die Wirkung, ist das, was der Ökolandbau leistet und was durch konservierende bzw. integrierten Landbau an Humusaufbau und Ertragsstabilisierung möglich ist. Ich werde auch zumindest ansatzweise das Konzept regenerative Landwirtschaft mit dem Ökolandbau erklären, welche Möglichkeiten es zum Humusaufbau dort gibt. Ja, was ist durch konservierenden Landbau, vor allen Dingen durch Bodenbearbeitung und Zwischenfrüchten möglich? Die konservierende Bodenbearbeitung hat sich aus den Ereignissen in den USA in den 1930er Jahren entwickelt. Das war der Stimulus dafür. Die sogenannten Dust Bowls haben die Bevölkerung und auch den Präsidenten angetrieben, umzudenken in der Bodenbearbeitung, die Prärie nicht mit großen Pflügen weiter umzupflügen, sondern eben andere Möglichkeiten zu entwickeln. Und auch heute noch sehen wir solche Ereignisse hier aus tropischen Böden im afrikanischen Raum, ich glaube das war Nordafrika, und hier aus Hessen sehen wir nach wie vor, dass wir unsere Boden- und Landnutzung nicht unbedingt immer anpassen an das, was wir an Niederschlägen oder sonstigen Witterungsereignissen haben. Also nach wie vor ist das große Ziel, angepasste Boden- und Landnutzung. Und das Konzept der konservierenden Bodenbearbeitung fußt im Wesentlichen auf drei Praktiken. Einmal die minimale Bodenbearbeitung, die eben kein Pflügen bedeutet. Diese kann sein Direktsaat oder im Englischen No-Tillage. Auch eine reduzierte Bodenbearbeitung mit Krupper oder Tiefenlockerung, aber wie gesagt nicht mehr Rind, würde darunter fallen. Auch Streifen Fräser würde unter konservierende Bodenbearbeitung zusammengefasst. Erhalt einer permanenten Bodenbedeckung sowie möglichst Grünbrachen und erweiterte Fruchtfolgen sind weitere wichtige Elemente der konservierenden Bodenbearbeitung. Ich habe Zahlen mal zusammengetragen für eine Miserio-Studie, die sind schon ein paar Jährchen alt, dass global es ungefähr 125 Millionen Hektar sind, die konsequent no-tillage-mäßig, also mit Direktsaat und Pflanzenschutz bearbeitet werden, und mit Abstand die größte Fläche ist in den USA, Argentinien, Brasilien, dann kommt lange nichts. In Deutschland waren es damals etwas weniger als 10.000 Hektar, die wirklich unter konsequenten Direktsaat bewirtschaftet werden. Wie schaut das Ganze so vom Konzept her aus? In der integrierten Pflanzenproduktion gibt es eben auch den Flugeinsatz, der dazu führt, dass wir kein Porenkontinuum in den ganzen Bodenkörper haben, aber durch konservierende Bodenbearbeitung, vor allem wenn gar nicht mehr bearbeitet wird, sondern nur noch die Saat durch Direktsaat abgelegt wird und noch Herbizide eingesetzt werden, bekommen wir dieses Porenkontinuum hin. Wir reichern die oberen Zentimeter deutlich mit Mulch oder ja, mit einem Mulchschicht mit Humus an. Wohingegen im Biolandbau hat sich bislang
noch nicht die Direktsaat durchgesetzt, sondern weiter verbreitet ist das Konzept konservierende Bodenbearbeitung mit oberflächlicher Lockerung und mit Inkaufnahme eines Besatzes an Nicht-Zielkräuter. An Unkraut sozusagen. Wie sieht das Ganze aus? Ja, da gibt es natürlich die großen Lösungen, werden wir auch im Herbst wieder im November auf der Agritechnica sehen. Für die großflächige Landwirtschaft fehlt es an nichts, was nicht möglich ist. In Saudi-Arabien, selbst unter größter Trockenheit, wird auch Ackerbau gemacht. Da war ich über Jahre auch im Einsatz gewesen. Hier eine Väterstadt Rapid-Sämaschine, wo in die Getreidestoppel Sorghum reingesät wird. Aber auch Direktsaat ist im kleinbäuerlichen Kontext möglich. Gerade im Süden Afrika, in Zimbabwe, in Südafrika selber auch und auch in Westafrika mit den sogenannten Said-Pflanzenlöchern, die zwar händisch erstellt werden, aber es dient dazu, dass nur der Wurzelraum, dort wo das Saatgut abgelegt wird, stärker bearbeitet wird und auch gleichzeitig eben organischer Dünger zugeführt wird. Ja, und in einem Maisdecke kann man mit dem sogenannten Jet Planter einzelne Körner von Soja ablegen, ohne eben größere Investitionen, wie vorhin dargestellt, in Kauf nehmen zu müssen. Und im Zuge der regenerativen Landwirtschaft hat sich gerade von USA aus, vom Rodale Institute in Pennsylvania, ein System mit Zottelwicke über Winter, das Abtöten dieser massiven Überwinterungskultur durch eine Messerschneidwalze und Direktsaat von Mais zum Beispiel im Heckanbau durchaus etabliert, wird auch mitunter in Deutschland probiert, auch in der Schweiz und in Österreich, aber es ist nichts für Anfänger, es funktioniert und wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch weiter entwickeln. Nun, jetzt schon kann man sagen, dass der Zweck, der durch konservierende Bodenbearbeitung natürlich untersucht wird, nämlich den Boden zu schützen und Wasser zu konservieren, absolut erreicht wird. Ja. Also diese Möglichkeiten bietet die konservierende Bodenbearbeitung für die konventionellen oder integriert wirtschaftenden Kollegen auf jeden Fall. Wir sehen es auch hier nochmal an diesem Bild, es sorgt einfach für einen Schutz der Bodenoberfläche mit all den positiven Attributen bezüglich Wasser, Speicherung und Verdunsten. Aber wenn es um Kohlenstoffspeicherung geht, so können wir da keinen Haken drunter setzen. Und das geht vor allen Dingen aus dieser Studie, einer großen Meta-Analyse aus dem Jahre 2010 hervor, wo Direktsaat mit Flugbewirtschaftung über alle Studien der Welt verglichen wurde. Und da kam raus, über ein Profil von insgesamt 55 cm, dass nur in den oberen 5 cm ein Humusgewinn, ein Kohlenstoffgewinn, Kohlenstoffspeicherung abzuleiten ist. Und je weiter tiefer man geht, gibt es sogar mitunter Abnahmen und ab 45 cm so wieder Gleichstand zwischen Flug- und Nichtflugbewirtschaftung. Diese Studie hier wurde dann auch später nochmal von anderen Kollegen aufgegriffen und noch erweitert, hat zu großer Desillusion bei den großen Agrarkonzernen, die auf Glyphosat und glyphosatresistenten Pflanzen setzen, zu großer Ernüchterung geführt. Aber
es hilft nichts und dafür ist eben auch die Wissenschaft wichtig, dass hier ganz klar die Fakten auf den Tisch kommen. Trotzdem kann man dem System keinen nachteiligen Nutzen absprechen für den Boden, da ja schließlich die oberen 10 cm belegt sind durch Humusaufbau, aber eine Speicherung, um daraus letzten Endes Klimaschutzleistungen abzuleiten, das trifft hierbei nicht zu. Als ganz interessanten Zwischeneinschub diese Studie, die kürzlich erschienen ist, bei der ich auch mitgewirkt habe. Ich war ja 7 Jahre am Fibel in der Schweiz, wo wir auf 20 konventionellen Direktsaatbetrieben und auf 20 Biobetrieben das Pilznetzwerk in Weizenwurzeln betrachtet haben. Wir haben nicht im offenen Boden, sondern ganz gezielt in der Rhizosphäre unter Weizen geschaut, wie dort die Pilzdiversität inklusive Mykorrhiza beeinflusst wird. Und wir haben aus den Betriebsdaten, das waren wie gesagt alles Praxisbetriebe, also On-Farm-Forschung, den landwirtschaftlichen Intensitätsindex abgeleitet, der eben genau ausweist, dass konventionell am intensivsten und organisch und No-Till eher, ja, das ist am intensivsten und das ist hier oben ist gezeigt. Und ökologisch eben als weniger intensiv dargestellt ist. Und eine Sache wollte ich eben hier noch herausheben, je stärker die Intensität ist der Bewirtschaftung, desto weniger Mykorrhizen kommen in diesen Weizenwurzeln. Und Mykorrhizen sind eben diese Organismen, die auch gerade die Porenräume, die Bodenräume und Poren erschließen können, die die Pflanzenwurzeln so nicht erreichen. Ertragsleistung konservierender Bodenbearbeitung ist global gesehen etwas weniger oder deutlich weniger als im Mitflug, ungefähr 5,7%. Weniger Ertrag durch konservierende Bodenbearbeitung. Und ein interessanter Befund war hier für die trockenen Regionen, wenn die Ernterückstände auf dem Feld belassen wurden und eine umfassende Fruchtfolge realisiert wurde, dann sind die Erträge sogar höher als unter Flugbewirtschaftung. Also wenn konservierende Bodenbearbeitung und Ertragsstabilisierung, dann braucht es auch mehr als nur weniger zu viel. Ja, wie wirkt sich das im ökologischen Landbau aus? Hier sind es vor allem weite Fruchtfolgen, tiefwurzelnde Futterleguminosen und organische Düngung. Eine wichtige Aussage vorweg: auch der Ökolandbau führt nicht per se zum Humusaufbau. Also durch Umstellung auf Ökolandbau können wir nicht einfach davon ausgehen, dass sich alles zum Positiven entwickelt, sondern es kommt auch hier darauf an, wie man es macht. Und dazu ist unser ökologischer Ackerbauversuch, der von meinem Kollegen Leithold, Uli Hampel hatte den in den Anfangsjahren auch mitbegleitet, ein schönes Beispiel, nämlich dort werden 3 Betriebstypen im ökologischen Landbau abgebildet. Einmal der Gemischtbetrieb, der eben zweijährige Luzerne und Rückfuhr von Stallmist beinhaltet. Einmal ein Viehloser, der noch Luzernegras beinhaltet, aber keine Abfuhr mehr, sondern nur Mulchen und auch keine Zufuhr mehr von Stallmist vorsieht. Und dann die 3. Variante ist der Betriebstyp Viehlos und nur noch Marktfrüchte. Es wird nur noch vom Feld abgefahren.
Aber wichtig ist, alle drei Betriebstypen haben 33% Leguminosen in der Fruchtfolge. Also sie sind von ihrer Leguminosenhäufigkeit gleich zu sehen, nur eben unterschiedlich gelöst. Und Sie sehen, für den Mischbetrieb gibt es eine Zunahme seit Beginn, das war 1998, wohingegen die beiden anderen etwas abnehmen oder deutlich abnehmen. Und in meiner Phase am Fiebel haben wir das auch global weiter untersucht. Und zwar anhand von insgesamt 74 Studien, die immer einen Paarvergleich beinhalten. Konventionelle Bewirtschaftung und ökologische Bewirtschaftung auf ein und demselben Standort unter denselben Boden, klimatischen Bedingungen also. Und mindestens 3 Jahren muss dieser Vergleich durchgeführt werden. Oder wir haben Daten genommen, die erst nach 3 Jahren erhoben wurden, weil eben nur dann der ökologische Landbau als solches ja auch zugelassen ist. Und Sie sehen, das Ganze bewirkt sich vor allen Dingen in Europa, in Nordamerika, in Neuseeland, Australien, einiges, Indien, ja. Und einige Kontinente sind völlig weiß. Und obwohl gerade in Afrika schon seit vielen, vielen Jahren auch ökologisch von Kleinbauern gewirtschaftet wird, aber es gibt dort natürlich wenig Wissenschaft, die entsprechend die Machbarkeit bislang so dargestellt hat. Und das Fiebel Schweiz betreibt nun seit 2008 auch Langzeitversuche in Kenia an 2 Standorten, in Bolivien und auch in Indien, sodass im Laufe der Zeit auch diese weißen Flecke grau bzw. auch mit gelben Punkten ausgestattet werden. Was sehen wir über alle gültigen Paarvergleiche hinweg? Sehen wir, wenn wir nur die Massen anschauen, also die organischen Kohlenstoffvorräte, dass unter ökologischer Bewirtschaftung etwa 3,5 Tonnen mehr Kohlenstoff im Oberboden eingebaut ist. Und wir können hier nur die Zahlen für die Oberböden ausweisen, da nur ganz wenige Studien systematisch auch tiefer als 50 oder als 20 Zentimeter gegangen sind. Die meisten oder die mit Abstand meisten Studien haben nur die oberen 20 Zentimeter berücksichtigt. Ist eben diesem Faktum geschuldet, dass die Langzeitversuche, die gerade in den 50er, 60er oder 70er Jahren angelegt wurden, nicht dem Bodenkohlenstoff oder Kohlenstoffspeicherung zum Ziel hatten, sondern eben die Machbarkeit, den Ertrag und die Nährstoffsituation abbilden sollten. Insofern ist diese Situation so, wie sie hier auch dargestellt ist. Was kann man zum Aufbau von Humus sagen über die Zeit? Da gibt es natürlich nur noch 41 Paare, die nicht nur einen Punkt im Vergleich gemessen haben zu einem Zeitpunkt, sondern an mindestens 2 Punkten. Und wenn dieser Zeitpunkt mehr als 10 Jahre auseinander liegt, kann man auch von einer Veränderung reden. Und das ist hier der Fall. Und über alle Paarvergleiche, die das erlauben, hinweg sind es 450 Kilogramm C pro Hektar und Jahr, die durch Umstellung auf Biolandbau hier auf Basis dieser langjährigen Systemvergleiche machbar ist. Sie sehen an dieser Achse auch diese Kategorien der Datensätze noch mit Kürzeln bestückt. Das sind Qualitätskategorien an die ausgewählten Paarvergleiche, um der Kritik entgegenzuwirken. ZNS heißt nämlich Zero Net Input Systems, um der Kritik entgegenzuwirken, ja, dass der Ökolandbau deswegen Humus aufbaut, weil er ja Kompost und auch zugekauftes Futter oder zugekaufte Gülle oder zugekauften Stallmist einsetzt aus dem konventionellen Bereich, der sogenannte Leakage-Effekt. Dem können wir entgegenwirken, indem wir hier
Bei dieser Kategorie ZNS sind nämlich nur solche Paarvergleiche mit drin, wo das ökologische Verfahren nicht mehr organische Dünger als von einer Kuh, 77 Kilogramm N-Breakdown, ja, das mit dem jeweiligen Faktor C umgerechnet, also nicht mehr als eine Kuh letzten Endes an Kohlenstoff hinterlässt. Also für halbwegs geschlossene Systeme wäre das so ein Charakteristikum. Auch da sehen wir, dass eine Vorteilhaftigkeit gewährt ist, aber nicht immer signifikant. Und diese anderen Kategorien, SBD heißt Soil Bulk Density, auch ein wichtiges Stichwort in der Diskussion der Kohlenstoffspeicherung, die Masse des Bodens messen. Nur dann können wir auch Tonnagen oder Kilogramm ausweisen und alleine die Erhebung von der Bodenlagerungsdichte zur Umrechnung der Bodenmasse ist eine Aufgabe für sich und wurde nur in wenigen Studien richtig auch gemessen. Ja? Und nur 9, und dann kommt noch hinzu Input, ja? Wenn auch die Inputs, das was die Wurzeln hinterlassen, der Kohlenstoff, der aus der Gülle kommt, der Kohlenstoff, der aus dem Stallmist kommt, wenn auch das gemessen wird, also alles, was man eigentlich braucht, um eine saubere Analysenbewertung zu machen, dann sind es nur noch 9. Ja? Nur noch 9 Paarvergleiche weltweit, Öko versus konventionell, die dort zu Rate gezogen werden können. Und dann sinkt auch die Kohlenstoffspeicherungsleistung. Und es ist dann auch nicht mehr signifikant, es berührt die Nullachse, aber natürlich, je enger wir die Datenauswahl gestalten, umso anekdotischer wird das Ganze. Wir sind dann nicht mehr ganz repräsentativ, insofern ist nicht klar, ob das wirklich die 70 Kilo so zutrifft. Insofern reden wir eher von das, was möglich ist, 450 Kilo C und in den Zero-Net-Input-Systems bewegen wir uns irgendwo bei den 270 Kilo C pro Hektar und Jahr. Und mittlerweile gibt es auch neue Daten, die haben wir in dem Grünen-Report Ökosystemleistung 2019, der ja zur Grünen Woche vorgestellt wurde, auch mit einbezogen. Und die zeigen auch, wenn wir hier unter 50 cm gehen, haben wir höhere Bodenkohlenstoffgehalte unter Bio. Also sind gerade in den letzten Jahren, seit 2012, neue Studien hinzugekommen, die eben im Zuge der Klimaschutzdiskussion auch auf tiefere Beprobung abzielen. Ja, und wenn es um Klimaanpassung geht, so hat die Doktorarbeit von Martina Lori, die vor 2 Wochen auch an der Uni Gießen promoviert wurde, gezeigt, dass auch hier bei gleicher Düngemenge langfristig ökologische Böden im Vorteil sind. Gerade wenn es trockener wird, setzen der ökologisch bewirtschaftete Boden, das war Bodenmaterial aus dem Doc-Versuch in der Schweiz, baut mehr Stickstoff in die Pflanzenmasse um, als eben der konventionell bewirtschaftete Boden. Und wie gesagt, es ist auch bei Feuchtigkeit manchmal höher, aber nicht so stark ausgeprägt, wenn es eben in, unter Trockenszenarios läuft. Und dann eine ganz, ganz neue Resultate, die wurden vor 2 Wochen auf der schweizerischen und deutscherischen bodenkundlichen Tagung in Bern vorgestellt von Markus Steffens und beinhaltet jetzt, wie schaut es denn aus, wenn wir nicht nur ökologisch wirtschaften, sondern auch systematisch reduzierte Bodenbearbeitung in den Ökoanbau mit einbeziehen. Und da gibt es das sogenannte SOCOT Konsortium, bei dem ich auch Teil bin, wo es darum geht, die
konventionelle Bewirtschaftung im Öko versus reduzierte Bewirtschaftung genauer anzuschauen. Und hier wurden die 100 cm tiefen Bodenkohlenstoffvorräte genau quantifiziert. Es wurde auch eine stratifizierte Probennahme in den verschiedenen Tiefen genommen und eben auch die Effekte, die vom Bodentyp, von der Bodentextur, vom Klima und C-Input gehen, genauer angeschaut. Das ist eine weltweit einmaliges Studie gewesen, die jetzt kurz auch vor der Publikation steht, an Standorten in der Schweiz, hier der vorhin auch dargestellte ökologische Ackerbauversuch der Uni Gießen, Uni Hohenheim, LSL mit zwei Standorten, Isara Lyon und Wageningen in Holland und das Thünen-Institut für Agrarklimaschutz hat die Beprobung mit der Rammkernwende durchgeführt. Und die reduzierte Variante bzw. der Pflug ist hier dargestellt, sodass es für den einzelnen Standort etwas individuell natürlich gehandhabt wird, aber immer darum geht, Pflug versus Nichtpflug. Und die ganze Geschichte ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Nämlich die Beprobungskampagne so durchzuführen, wie es eingangs dargestellt, die Bodenzustandserhebung Landwirtschaft über ein 100 cm mächtiges Profil darstellt. Und zwar läuft das so, dass GPS-referenziert werden Teilflächen in der Parzelle ausgemacht und dann eben mit einem Bohrhammer dieser Rammkern reingetrieben, 100 cm tief. Der kann aber auch mal 105 oder auch mal 93,7 cm lang sein. Das wird dann später auch rausgemessen, die Stauchung oder die Streckung. Und mit einem hydraulischen Apparatur wird das dann wieder entnommen, weil mit händisch kriegt man das Ding nicht mehr raus. Ja, und immer in 5 bis zu 7 verschiedene Beprobungsstufen eben unterteilt. Ja, sodass das Ganze hier immer 3 Kerne pro Parzelle, bis zu 6 Increments steht hier, also 6 verschiedene Tiefenstufen. Insgesamt wurden knapp 1200 Proben hier untersucht. Und das ist auch das Prozedere, das ich den Kollegen nahelegen, die sich mit CO2-Zertifikaten basierend auf Humusaufbau beschäftigen, eine saubere Methodik von vornherein einzuführen, nämlich wir verkaufen dem Verbraucher oder dem Zertifikatenehmer natürlich Werte, die wir am Ende vielleicht nicht halten können, wenn wir es eben nicht haben. Kommen am Ende nochmal drauf zu sprechen. Also es geht darum, natürlich aus dem Bohrkern Probenmaterial abzuleiten, die für eine justiziable Kohlenstoffuntersuchungsmethode standhält. Vorsichtiges Trocknen, die ganze Masse wiegen und. Ich gehe jetzt nicht im Detail darauf ein. Auf jeden Fall müssen wir diese 5 Stufen berücksichtigen, um die Lagerungsdichte, die Bulk Density zu bestimmen. Ja, die Bodenphysik enorm wichtig. Und dann aus dem Bohrkern repräsentatives Material aus den einzelnen Schichten entnehmen für die CN-Analysen und natürlich für die Texturanalyse. Parallel dazu hat das Thünen-Institut noch Charakterisierung der Kohlenstoffqualität mit Spektroskopie gemacht. Die braucht es nicht unbedingt für CO2-Zertifikate, aber das ganze Paket für die CN-Analyse ist unersetzlich, sodass man am Ende auf Massen. Ja, wie schaut das aus? Im Gesamtbild. Und Sie sehen hier die einzelnen Standorte bzw. Langzeitversuche, die dort mitgewirkt haben. Und CT heißt Conventional Tillage,
also konventionelle Bodenbearbeitung mit Pflug in diesem Fall. Und konventionell heißt jetzt nicht konventionell im Bewirtschaftungssystem, sondern eben eine konventionelle Bodenbearbeitung und hier reduzierte Bodenbearbeitung in Blau hinterlegt. Und es ist nicht so, dass alle neuen Standorte per se Humus aufbauen. Durch Einführung der reduzierten Bodenbearbeitung sind zwei dabei, die in der Tat 4,7 oder hier 4,1 Tonnen C pro Hektar im Gesamten verlieren. Die Laufzeit insgesamt ist hier 15,1 Jahre im Durchschnitt. Und im Durchschnitt wird 4,6 Tonnen C aufgebaut. Wie muss ich mir das denn prozentual vorstellen? Humusgehalt. Ja, wir reden hier von 4 Promille. 4 Promille. Ich glaube, das ist hier in dem Pariser 4 Promille Bereich. Genau. Ja, Sie sehen, rot hier nochmal konventionelle Bewirtschaftung oder Bodenbearbeitung, blau reduziert. In manchen Fällen ist sogar eben die konventionelle, der Pflugeinsatz führt zu höheren. Hier in Esch in der Schweiz oder in Thiel bei der Isara in Lyon. Aber im Gesamtklassement haben wir über die 100 cm mehr organischen Kohlenstoff bei reduzierter Bodenbearbeitung. Das ist ein ganz neuer Befund. Wie gesagt, im konventionellen Bereich konservierende Bodenbearbeitung führt nicht zu einer Gesamtzunahme über das Profil, aber hier im ökologischen Kontext ist es scheinbar so. Und ich habe das dann auch nochmal gerechnet, was das an Sequestrierungsleistung bedeutet. Die Laufzeit hier, die durchschnittliche, ist 15,1 Jahre und diese 4600 Kilogramm geteilt durch 15,1 kommen wir hier auf 300 Kilogramm C pro Hektar und Jahr. Ja, und wenn Sie das jetzt in die CO2-Währung umrechnen, wäre das 300 oder 0,3, um bei den Tonnen zu bleiben, mal 44 geteilt durch 12, also mal 3,666, und dann kommen Sie auf 1,1 Tonnen CO2. Und der Preis für eine Tonne CO2 liegt bei aktuell 20 Euro, ja, ungefähr da. Also wir müssen hier entweder an den Analysekosten schrauben oder unsere Steigerungsraten enorm erhöhen, um halbwegs wettbewerbsfähig auf dem Emissionshandelsmarkt zu sein. Ja, also ich habe in früheren Jahren mit meinem Kollegen von Fiebel eine Studie durchgeführt, lohnt sich der Umstieg auf Ökolandbau für den Zertifikatehandel? Und da sind wir zu dem, das ist aber jetzt schon ein paar Jahre her, ungefähr 8 Jahre, sind wir zu dem Entschluss gekommen, nein, es lohnt sich nicht, weil die erstens der Humusaufbau, die Speicherleistung ist nicht permanent. Ich habe jetzt hier nicht die exakten Zahlen dazu. Wenn wir nach 30 Jahren einen gewissen Level haben, werden wir kaum noch zusätzlichen CO2 aus der Atmosphäre einbinden. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass die Speicherraten mit dem, was wir durch Biogas erreichen können an CO2-Einsparung oder durch Hacksschnitzelheizung oder durch Agroforst oder Aufforstung natürlich nicht mithalten. Deshalb müssen wir auch über integrierende Konzepte nachdenken, die eben noch mehr beinhalten als nur Bodenhumus. Ja, hier nochmal dargestellt, wie sich das hier in den Oberbögen und den Unterbögen verhält. In den Oberbögen sehen wir deutliche
Zunahmen durch reduzierte Bodenbearbeitung im ökologischen Landbau im Unterboden keinen Unterschied. Aber es bleibt also gleich, es nimmt im Gesamtklassement, es bleibt gleich unten, es nimmt im Gesamtklassement zu, sodass wir hier in der Tat von einer Kohlenstoffspeicherleistung durch Umstellung auf reduzierte Bodenbearbeitung im ökologischen Landbau reden können. Ja, Synthese für die konservierende Bodenbearbeitung oder konservierenden integrierten Landbau gibt es schon positive Effekte, aber in puncto Klimaschutz ist der Effekt nicht darstellbar. Und auch in puncto N2O-Emissionen, das habe ich hier zwar nicht gezeigt, aber da gibt es auch schöne Langzeitdaten zu, sehen wir keine Verbesserung durch Einführung von konservierender Bodenbearbeitung. Allerdings der Humusaufbau in den oberen Schichten und dadurch auch verbesserte Wasserspeicherung sind positiv für die Anpassungsfähigkeit zu werten. Und auch in den oberen Schichten das erhöhte Bodenleben sorgt für eine bessere Anpassungsfähigkeit. Und die Ertragsleistung als Indikator, indirekter Indikator für die Anpassungsfähigkeit, ist natürlich nicht ganz so toll zu bewerten. Und vor allen Dingen in den eher industrialisierten Ländern, wo wir die stärkste Ertragslücken sehen, aber in Ländern des Südens, dort hat sogar der kann die konservierende Bodenbearbeitung positive Effekte auf die Ertragsleistung haben. Wie schaut es mit dem Ökolandbau aus? In puncto Klimaschutz, ja, wir sehen deutlich eine Kohlenstoffspeicherung, wenn wir von konventioneller Bewirtschaftung auf Öko umstellen. Nachgasemissionen, habe ich auch eine Metastudie zu gemacht, aber jetzt nicht gezeigt. Dort sehen wir einen positiven Effekt, wenn wir es auf die Fläche beziehen, einen neutralen Effekt, wenn wir es auf den Ertrag beziehen. Humus- und Wasserspeicherung, auch das ist verbessert und auch das Bodenleben, habe ich gezeigt. Die Ertragsleistung allerdings ist negativ und es wäre ja auch ein Wunder, wenn dem nicht so wäre, da wir hier natürlich im Ökolandbau limitiert sind, was die Toolbox an Agrochemikalien anbelangt und auch an Düngemitteln. Aber auch dort in Regionen, wo Nährstoffeinsatz und gerade diese landwirtschaftlichen Inputs sowieso limitiert sind oder teuer sind, kann der Ökolandbau auch durchaus höhere Erträge erzielen. Und noch zum Schluss der Punkt zur Wasserqualität. Wenn wir nun auf Humusaufbau im Ökolandbau umstellen, was heißt das für Nitrat pro Fläche, Ertrag, Pflanzenschutzmittel, Tierarzneimittel und Phosphor. Das sind Daten von den Kollegen Hess aus Kassel-Witzenhausen, auch in dem besagten Thünen-Report dargestellt. Wir sehen hier durchweg grün, was Nitrat und Pflanzenschutzmittel in der Bodenlösung oder auch in den Wasserproben anbelangt. In puncto Tierarzneimittel oder Phosphor wird von erwartbar höheren Leistungen ausgegangen, aber hier gibt es nicht genug quantifizierbare Ergebnisse. Und wenn wir nun auf Ökolandbau umstellen, so haben wir pro Fläche aus den Metastudien errechnet ein Minderungspotenzial von rund 1,5 Tonnen CO2. Hier ist jetzt aber noch nicht mit einberechnet, was die reduzierte Bodenbearbeitung noch zusätzlich bringen könnte. Ja, das gibt sich aus diesen verschiedenen bodenbezogenen Leistungen ist das abgeleitet. Und was würde bedeuten, wenn wir Deutschland nun mehr als nur 20% Öko bis 2030 machen, sondern sogar auf 100% Öko umstellen? Einfach eine Schnellschussrechnung, würde ich mal sagen, da ist jetzt nichts großartig modelliert, sondern einfach ein Dreisatz gerechnet, mit allen Vorbehalten, die damit verbunden sind. Aber der deutschen Landwirtschaft
das Lachgas und so weiter kompensieren können, fast zu 100%. Und insofern ist es durchaus möglich, die Bodenbewirtschaftung klimaneutral zu machen, aber die Wiederkäuer und so weiter, auch die Emissionen, die bei der Kompostierung entstehen und bei der Gülleausbringung unter uns, sind natürlich nicht mit drin. Das ist auch die größte Baustelle, die am schwierigsten in den Griff zu kriegen ist. Aber hier sind natürlich auch Anstrengungen nötig. Ja, nun zum allerletzten Punkt, um damit auch so auf die Visionen zu kommen, ist gut in puncto Boden, Kohlenstoff und Humus auch gut genug für Wetterextreme und Klimawandel. Wir haben uns jetzt unterhalten über Langzeitdaten aus allen möglichen Ländern und Regionen und können das erreichen von einem herkömmlichen bewirtschafteten Boden, der ja, zwar auch Porositäten aufweist, aber durchaus auch zur Verschlemmung neigt und verschiedene Schrumpfrisse auch, wenn er stark schluffhaltig ist, aufweisen kann, frei von jeglichen Beikräutern. Und hier im verbesserten System, das ist hier eine Parzelle aus den von der biologisch-dynamischen Varianten aus dem Doc-Versuch, sehen wir mehr Porositäten, weniger Schrumpfrisse, aber auch mehr Beikräuter. Also das können wir machen und das wirkt sich auch im Falle eines Starkregens, der bei 15 Liter pro Stunde liegt, wirkt sich das absolut positiv aus. Ja. Und wir reden von einem Starkregen, wenn der Standort mindestens 20 Liter pro Tag, pro 20 Millimeter pro Tag sieht. Also hier ist noch nicht mal ganz der Starkregen erreicht. Und daher nochmal die genauere Frage, sind die genannten Boden- und Pflanzensysteme, die wir mit Ökolandbau herstellen können, auch wirklich resilient gegenüber Wetterextremen? Und können wir damit auch den Bodenwasserhaushalt unter dem Einfluss des Klimawandels stabilisieren? Und das ist ja gerade die Frage für die Region Süd hier unter weniger Niederschlag bei gehäuften Vorkommen von Sand in der Bodentextur. Und da haben wir eigene Erfahrungen auf unserem Lehr- und Versuchsbetrieb Klapperhof letztes Jahr gemacht, wo es in einer Stunde einen Starkregen gab und nicht nur 15 oder 20, sondern 110 Liter. Da reden wir natürlich von Herausforderungen, die so einfach mit unserem gegenwärtigen System nicht bewältigt werden können. Ja. Das ging dann so weit, nicht nur, dass der Bewirtschafter weniger Humus und Boden und zerstörten Pflanzenbestand auf der Fläche hatte, sondern zusätzlich ist zu addieren die Schäden, die bei den Anwohnern hier am tiefsten Punkt im Bahnhof Audenau mit Schlammlawinen, das war auch in der Hessenschau damals gewesen, noch vorzufinden sind. Und deshalb gilt es noch stärker als bisher, ich glaube auch der Vortrag von Uli Hampel wird das entsprechend fortführen, noch mehr als bisher das Augenmerk auf den Boden zu richten. Und wenn wir die Effizienzlücken, Ertragslücken kompensieren wollen, infolge einer größeren Population oder auch infolge einer größeren Nachfrage nach Bioprodukten, müssen wir auch hier intensivieren, aber ökologisch oder ökofunktional intensivieren, indem das, was der Boden, der Standort bietet, von den natürlichen Ressourcen aus systematisch in Einklang zu bringen. Also Bodenbiologie, Bodenphysik, Bodenchemie ist das Stichwort schlechthin. Die Natur als Vorbild zu nehmen und gerade wenn es um solche Starkregen geht, da geht es nicht nur darum, dass viel Humus drin ist, was möglichst schnell Wasser aufnehmen kann, sondern erstmal dafür zu sorgen, dass das Wasser auch auf der Fläche bleibt.
Stichpunkt erosionswirksame Strecke. Je länger das Wasser fließen kann, desto stärker sind auch die Scherkräfte, die das Wasser auf dem Boden ausüben kann. Und dann nützen mir 10% Humus gar nichts mehr, wenn ich das nicht stoppe. Ja. Und zusätzlich kommt dazu auch der Verdunstungsschutz bei solchen Mulchsystemen. Und dieses Mulchsystem möchten wir im Rahmen eines EEP-Programmes nächstes Jahr auch für den ökologischen Landbau ausbauen und intensivieren. Mulchgemüseprojekt. Ich hoffe, dass das Projekt genehmigt wird. Und dann werden wir sehen, ob mit solchen Maßnahmen auch nun Gemüseanbau, zumindest von verschiedenen Kulturen, auch auf Ackerbetrieben möglich ist, die ansonsten eher ein eingeschränktes Sortiment für Direktverarbeitung oder Direktvermarktung haben. Ja, und dann gilt es natürlich, eine viel stärkere als bisher in der Landwirtschaft, eine viel stärkere Integration der Komponenten der Tierhaltung. Ja. Das muss nicht jetzt so sein, dass viehlose konventionelle Betriebe auf viehhaltenden Ökolandbau umstellen müssen. Da gehen auch Partnerschaften. Es kann ja eben diese virtuelle Integration über Biogasanlagen, über Kompostierung, über Verkohlung laufen. Und gerade die Verkohlung, die Pyrolyse, bietet dann auch die Möglichkeit, die Landschaftselemente in den Kohlenstoffkreislauf besser einzubeziehen. Schließlich stehen diese Bäume bei uns als Landschaftselemente ja auf der Fläche. Wir haben dadurch ja auch einen Ertragsverlust, müssen sie auch in unserem Inventar und bei dem gemeinsamen Antrag über all die Jahre mitführen. Und wenn wir entsprechend Rückschnitt machen und dort das Häckselgut auch für Kompostierung oder auch Einstreu in der Tierhaltung oder eben für die Pyrolyse zur Kohlenstoffspeicherung nehmen, haben wir dadurch mehr gewonnen, als wenn wir die Agrarlandschaft eher als müßig betrachten und nur als Hindernis für unsere Aktivität. Und die Innovationen, die es hier stärker braucht, sollen zwar ihren Ursprung in der Betrachtung des Bodens nehmen, aber gelten natürlich für alle Komponenten des landwirtschaftlichen Betriebes. Ja, und damit zum Schlusswort: vom Humusaufbau ausgehend, vom Boden ausgehend, müssen wir schließlich zu stabilen Bewirtschaftungssystemen kommen und stabile landwirtschaftliche Produktion stützt natürlich auch die Ernährung und sorgt auch dafür, dass wir viel besser eine regional enger verzahnte Ernährung bekommen, als es bislang der Fall ist. Die Ernteprodukte, die hier erzeugt werden, verlassen die Region. Und etwa 5% finden Sie dann beim Rewe wieder. Und somit ist natürlich der Verbraucher außen vor. Wir wirtschaften nach wie vor in einem anonymen System. Und wenn wir das stärker zusammenführen, die Produktion und den Konsum, können wir auch viel besser eine gesellschaftlich besser akzeptierte Landwirtschaft entwickeln, die dann irgendwann auch so ausschauen kann, Kontur-Farming, oder auch so in Ägypten, oder auch so in Südpatagonien aufgenommen. Damit bin ich am Ende. Wir haben viel publiziert zu diesem Thema, auch für diverse Auftraggeber oder einfach nur in den harten wissenschaftlichen Zeitschriften. Ganz zum Schluss noch ein Positionspapier, das der BLW mit Mitwirkung dieser Autoren auch zum Weltbodentag im Dezember letzten Jahres herausgebracht hat, nämlich, dass wir wegkommen von einer Basisprämie für die Landwirtschaft, sondern Leistungen belohnen, die zum Humusaufbau führen. Und zwar einmal eine Basiszahlung, die sich daran orientiert, indem verschiedene Maßnahmen durchgeführt werden. Und wenn sogar noch
nachweislich, und das, da komme ich dann auch zu den Zertifikaten, eine CO2-Bindung stattfindet, dann gäbe es noch eine Erfolgsprämie obendrauf. Hier das System würde auch die mit reinnehmen, die schon lange humusaufbauende Methoden umsetzen, einfach diese Maßnahmen auch betreiben. Diese Maßnahmen sind hier aufgelistet, eigentlich das, all das, was ich gesagt habe, aber neu, was vielleicht noch nicht so stark in der Diskussion und auch noch nicht für Deutschland und andere mitteleuropäische Regionen umgesetzt ist, ist die Etablierung von Agroforstsystemen und der Einbeziehung der in der Agrarlandschaft produzierten Biomasse bis hin zu syntropischen Landnutzungssystemen. Das heißt, dass wir Landnutzungssysteme, das kann im Streifenanbau laufen, die nicht unbedingt über 20 Jahre immer die gleichen sind, sondern sich auch entwickeln. Ja, nun allerletzte Folie. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass wir jetzt noch eine schöne Diskussion haben und viel Erfolg für die weitere Sitzung heute.